Artist Spotlight on Andreas Gabalier. Seit mehr als 10 Jahren scheint sich Andreas Gabalier immer wieder neu zu erfinden und liefert von Partysongs über Rockhymnen bis zu Balladen einfach alles. Zuletzt ist mit Ein neuer Anfang sein mittlerweile 7. Studioalbum erschienen. Dabei präsentiert der Volksrock'n'Roller die 2.0-Ausgabe seiner selbst, sprich textlich gereift und akustisch feingetunt. Andreas Gabalier gilt als einer der erfolgreichsten österreichischen Musiker und weil sein Österreich-Folklore weit über die Landesgrenzen hinaus auf Gehör stößt, ging es diesmal neben Graz und Berlin auch in Nashville ins Studio. Auch Elvis nahm dort seinerzeit einige Alben auf und der Esprit vom King of Rock'n'Roll scheint direkt in Gabalier übergegangen zu sein. Der Alpen-Elvis widmet Südtirol eine Hymne, die einfach rockt. Der Erfolg von Andreas Gabalier ist seit seinem Debüt 2009 ungebrochen. Das Album mit dem selbstredenden Titel »Da komm ich her« wurde gleich mal mit Gold und 5-fach Platin prämiert. Und bereits damals hat der unbeugsame und polarisierende Singer-Songwriter festgeschrieben, wofür er steht und wer er ist. Ein Volksrock'n'Roller, ein Lederhosenjodler.